Hi Leute und herzlich willkommen auf Tizidos. Hier, ihr habt lange kam kein Update mehr. Das war aber auch geschuldet FIFA-Start. Wir waren viel online gewesen, Freunde. Studio war schon in großen Benutzung, den Raum da hinten. Ihr habt eigentlich auch schon alles groß gesehen. Aber Studio an sich war auch noch nicht fertig. Wir konnten nicht weitermachen, weil die Möbel nicht da waren. Aber ich sag dir ehrlich, wir sind wirklich aktuell in unserer Streaming-Prime, ne? Ja. Ich glaube, wir haben 145 Stunden schon. Ja, also der Kanal hier, Freunde, Tizi 2, der ist ja so da, wenn es Zeit ist, dann laden wir da was hoch. Jetzt war halt weniger Zeit, weil wir mehr auf den anderen Kanälen gemacht haben. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeigucken, falls ihr das noch nicht gemacht habt, bei Twitch. Wahrscheinlich sind wir da auch schon live, wenn ihr den Vlog guckt. Aber ihr seht, ein paar Sachen haben sich verändert, wie zum Beispiel auch hier hinten die Wand. Ja, da haben wir nämlich ein paar Nanoleafs dran gemacht. Das sind Nanoleaf-Lines. Die sehen sehr, sehr geil aus. Ne? Passen gut ins Gesamtbild hier rein einfach. Genau, vor allen Dingen, die werden, wenn ihr das hier seht, achtet, die werden hier hinten, ist so eine, ist die Basis oder der Start, und dann klippst du die einfach nur rein. Und das Allergeilste ist, eigentlich sind die weiß, aber es gibt Blenden von Nanoleaf, damit du die schwarz machen kannst. Finde ich, sieht richtig edel aus. Hier oben und hier oben ist noch so ein kleiner Farbprobleme. Genau. Timo zeigt es hier. Ist eigentlich wirklich so simpel durchdacht eigentlich, ne? Ja. Kannst du einfach hier draufklicken. In weiß, zeigt dir ehrlich, in schwarz kommen die viel geiler. Ja, muss ich auch, oder? Sagen. Na, zumindest auf der Wand, es kommt drauf an, was du für eine Wand hast, ne? Aber auch auf weißen Wänden würde ich sagen, schwarz kommt geiler. Sind auf jeden Fall sehr geil. Ihr kennt ja noch Nanoleafs von früher. Das waren ja immer diese Waben und was es alles gab. Sah immer schon krass aus. Ich muss sagen, das hier ist mittlerweile das Heftigste. Du kannst so viel individuelle Sachen machen, wie du möchtest. Ja, kannst hier komplett kreativ sein. Wir haben uns jetzt für so Waben entschieden, weil hier alles ja so ein bisschen nach Waben ist. Wie gesagt, hier kommt dann heute noch das Lowboard hin. Danke noch an Medion auch für den Fernseher. Ja, wir haben noch hier Simbo. Der andere. Das ist richtig toll, der ist echt top. Ja. Weil das Geile ist halt wirklich, wir können da jetzt, wie wir es immer gesagt haben, ne, fallen Sie vor, rüber, wir haben es auch schon beim 48er genutzt, ne, dass unser eigenes Stream hier läuft, du siehst den Chat, als ich hier gekocht habe, die Jungs haben drin gezockt, konnte ich aber Chat lesen und so, das ist halt wirklich geil. Ja, ich sag auch, also die Wand sieht echt krass aus, ja. Du hast den Fernseher, die Nanoleafs hier sind jetzt gerade aus so einem Modus eingestellt, dass sie so langsam faden, genauso wie die LEDs, sieht im Stream richtig krass aus, ihr könnt hier alle Farben einstellen, weiß, alle Effekte, Musik, Rhythmus, alles mit der App steuerbar, mit Alexa steuerbar. Erzählt ja, deswegen Strom. Ja. Ich echt nur Angst habe, ja, dass der Tisch doch nicht schwarz ist. Ja, der ist schwarz, aber glaube ich. Weil ich glaube, hast du denn gesagt, das wird zu dunkel mit schwarz? Ja, ich glaube, wir haben uns dann doch dafür entschieden. Oder grau, er ist grau oder schwarz, eins und beiden. Grau ging noch, ich hoffe, ja, dass wir nicht den Weiße genommen haben. Nee, wir haben keinen Weiße genommen, auf gar keinen Fall. Weiß haben wir auf gar keinen Fall genommen. Das wäre krass. Genau Jungs, weil heute im Großteil geht es darum, unsere Büromöbel kommen. Die, da waren wir vor, boah, drei Monate, oder? Bei König Neurath gewesen und haben uns dort Sachen angeschaut und genau, ja, haben uns dann dafür entschieden, weil man muss einfach sagen, die Möbel, die es dort gibt, das sind richtige Bürobedarfsmöbel. Ja, nicht nur für Bürobedarf, sondern... Die haben ja auch Eintracht Frankfurt komplett ausgestattet, die machen halt genau, viel individuell, produzieren in Deutschland so, die unterstützen uns hier. Ihr werdet später sehen, ganz ehrlich, wir werden ein Abrechnungsbüro haben. So hat es wahrscheinlich nicht mal der Vorstand von der Deutschen Bank. Wahrscheinlich nicht. Also das muss man schon sagen, die produzieren auch die Sachen, wenn du zum Beispiel genau in der Deutschen Bank die ganzen Tische oder wenn ihr irgendwo so auf die Ämter geht, die Stühle, so, das ist halt richtig hochwertiges und gutes Möbel, ne, muss man halt schon sagen. Also das ist halt schon, wir haben da dran gehockt und da merkst du halt wirklich allein die Qualität. Ausstellung, wo wir waren, Jungs, wir waren so geflasht, weil ihr könnt halt alles individuell anpassen, umgestalten, ihr könnt einen anderen Tischbelag nehmen, deswegen haben wir gerade gesagt, ey, hoffentlich haben wir uns für den Schwarzen entschieden. Ihr könnt das Oberflächenmaterial könnt ihr selbst aussuchen. Die haben alles. Die haben was? Kommunikationshäuser, Bänke. Krank. Also wirklich alles. Die Stehhilfe, wo ich erst drüber gezogen bin. Stehhilfe. Die haben wirklich alles am Start. Ne? Also sehr, sehr geil. Auch da geht wirklich schon mal Liebe raus, ja, dass die uns unterstützen. Wir bezahlen natürlich auch dafür, aber sie sind uns auch ein bisschen entgegengekommen, muss man ehrlich sagen. Ja. Ne? Das ist sehr, sehr korrekt, dass die uns da wirklich unterstützen. Da geht viel, viel Liebe raus. Plus, was halt auch geil ist, hier kommt ein Aufbauservice. Wir haben keine Kopfschmerzen, müssen hier nichts zusammenschrauben. Sonst irgendwie was. Das ist robust und hält auch was aus. Auch wenn du mal in der WL gefrustet bist. Ne? Und mal vielleicht hier wie nachts ein Broski mir das Bett dahin kickt, dann steht da auf jeden Fall noch Möbel, was es abhält. Und das ist auf jeden Fall gut. Ne? Ja. Aber unsere Aufgabe ist es jetzt, Freunde, den Raum der Schande auszuräumen. Weil hier kommt ja das Büromöbel rein, das ganze Zeug wird dann da eingeräumt, aber es ist jetzt aktuell alles in Kisten und was weiß ich, da hinten steht auch eine Heizung übrigens. Ja? Ah, und ich würde auch sagen, wir sortieren jetzt auch direkt wirklich aus, ne? Zwischen Müll und wie Ding. Ist denn das? Neuer Heizi bestellt, da steht einer, 500 Euro in die Kasse.
Ja gut, ich habe ja meiner mitgebracht, ne? Der war ja nicht da. Der Heizi. Der hat wahrscheinlich den Knödler im letzten Moment mit rübergebracht. Oh, ja, okay, das überprüfe ich jetzt. Könnten wahr werden, ne? Könnten vielleicht nochmal überprüft werden, so ein Ding, ne? Ob die Geschichte jetzt wirklich stimmt, weiß ich jetzt nicht. War jetzt spontan, ne? Wurde nicht richtig geguckt im Fundus. Okay, einen Abzug gebe ich dir, aber er ist halt im Fundus. Ja, dann hast du aber auch erstens mal an dich als Lagerist falscher Ort. Ja. Ich habe so gemacht. Und hier steht ja noch viel. Ich bin eingewandert, gemerkt, oh, Scheißhaus ist kalt, ne? Komm, guck mal, was der Lagerist heute wieder gemacht hat. Ja, aber da hättest du den Lagerist auch fragen müssen. Ich gehe hin, ich guck durch, Kameraequipment, Hogakoffer, Werkzeugkiste, Kameraequipment. Ich sehe es nicht. Was ist denn das hier? Was sind das? Habe ich gestern frisch bestellt. Die Schraubendreher? Ja, lagere ich noch ein, habe ich nicht gemacht. Wieso? Hast du Probleme mit denen? Brauchst du die? Gute. Ah, ich habe gute bestellt. Ich brauche auch mal wieder. Meine sind viel von der Baustelle abgekommen. Hey, weg! Das sind hier die alten Linken. Die kommen hier. Ich mache hier eine kleine Werkzeugkasse. Zimbotter. Meine sind weggekommen tatsächlich, ne? Ja, Zimbotter. Das müssen wir mal noch hier hoch machen. Ja, das fuckt ab, ne? Das müssen wir noch so. Da müssen wir eigentlich hier oben eine Schelle hinmachen. Boah, krank. Es ist kalt. Ist es warm? Ja. Tja, das ist kalt. Das ist unsere Zuluft. Die holt frische Luft von außen. Das ist unsere Abluft und die ist warm. Das ist das crazy. Weil das ist aber auch geil. Da haben wir uns auch so Temperaturfühler bestellt, dass wir mal gucken können, auch mit Schadstoffmessung, was für eine cleane Luft reinkommt und was für eine schlechte Luft rausgeht. Ja, spannend. Aber das ist auf jeden Fall krank hier, Marke Eigenbau. Das muss hier noch hier hochgemacht werden. Das haben wir auch noch gar nicht gesehen. Oder? Mittlerweile hier ist das andere Equipment noch alles nass und alles, was jetzt angeht. Nee, nein, es ist auch nicht zu 1000%, weil wir hatten noch ein paar Probleme, muss ich ehrlicherweise sagen. Deswegen sind die Kabel noch ein bisschen Freiluft teilweise. Aber ich hoffe jetzt, dass es gestern so funktioniert hat. Aber das ist unsere Technik, meine Freunde. Nass ist da. Wir haben die ganzen Audioverstärker, die standen ja immer vorne. Eigentlich viel geiler, wenn es hier hinten steht. Da sage ich euch ganz ehrlich, weil vorne hast du dann ein cleanes Ding. Hier hinten ist alles nach hinten geführt. Zweiter LTE-Router hängt hier noch dran. Auch noch ein bisschen Findungsphase. Funktioniert mittlerweile, aber dass wir hier drüber Sachen hochladen, darüber wird gestreamt. Was hängt der denn da hinten? Von einem Switch hängt der. Ah. Einfach nur. Hängt da jetzt gerade, ob das so funktioniert, aber das funktioniert so, dann könnte man eigentlich noch da oben hinhängen. Dann sind wir da perfekt. Und das Zeug muss noch ein bisschen geordnet werden. Sieht aber gut aus, ehrlich. Ja, es ist auf jeden Fall top. Jetzt auch zum Beispiel, wo Edi da war. Ne? Und wir haben hier unsere zwei Elgatos. So, dann hast du mal schnell hier einfach noch einen Switch dran geknuppelt, Playstation hingestellt, zack, die war da. Die war einfach da. Ist halt wirklich sehr, sehr geil. Ich meine, hier ist ja auch ein bisschen Technik-Lagerraum, Freunde. Ne? So 1000%. Klar, ne? Wir brauchen immer einen Raum, wo wir irgendwas reinschmeißen. Aber ich würde sagen, wir räumen da jetzt mal aus. Ne? Ja, wir räumen aus. So, Freunde, wir haben also großteils freigeräumt. Ne? Also hier kann jetzt aufgebaut werden. Hier müssen wir noch gucken, der Schreibtisch. Wir wissen jetzt gar nicht, wie groß der war, wie wir den am besten stellen. Ich glaube, geplant war mal, dass er irgendwie hier so steht. Wenn man dann da den Blick hat für raus. Aber falls er jetzt zu groß wäre, dann müsste er halt irgendwie hier so hin, weil der ist auch so abgewinkelt, dass man dann halt so sitzt. Hier hinten kommen ja, wie gesagt, noch Sachen, wo der Drucker drauf kommt, wo die ganzen Ordner hier einsortiert werden. Ne? Sammelt sich halt schon einiges an. Hier draus, ja, ne? Kann dann auch erstmal aufgebaut werden. Und hier hinten drin sieht es jetzt halt ganz wild aus. Aber ja, das ist halt sehr viel Zeug, die Stühle, der Monitor, der PC, ne, eigentlich was hier rein dann reinsortiert wird. Ja, warten wir mal ab, die müssten jetzt eigentlich gleich kommen. So, die Möbel treffen gerade ein, die Jungs schleppen hier alles hoch und bauen es dann auch auf. Die meinten, sie wären so bis um 12 Uhr fertig und wir gucken gerade, warum das so lang ist. Und das Erste, was kam, oh, euren Esstisch, das wird hier aber eng. Also ich bin echt mal gespannt, was wir uns hier zusammengestellt haben. Ja, das ist die Abdeckplatte für hier, Zimbotter, oder? Bro, das ist lang wie unsere Wand. Was haben wir da gemacht? Nee. Ja, was ist das? Winkel 13 mm. Das ist eine Abdeckplatte. Scheiße, jetzt haben wir einen Fahrschulspaß mehr. Die machen das auf jeden Fall heute. Wir stehen seit 8 Wochen rum, ne? Was? Ach, sagt der mit seinem Zeug, warum kriegen wir die Tür auf, ne? Steht genauso im Weg. So. Haben sie deinen Roller weggehängt oder mein Zeug gerade? Stört das hier irgendwo im Weg? Ja, ich muss es auch wegräumen, dass die Türe aufgehen, deine komische Kiste. Warum stehen sie noch hinten dran, hä? Weil ich sie hintergeschoben habe. Flachwichser. Ja. Ja. Drecksau. Mein Zeug wird wieder weggehatet. Mein armer Roller wird wohl Platz sein. Oh, hopp, hier wird reingeschleppt, Chat. Oh. Passt eh alles am Ende des Tages nicht. Wahrscheinlich steht hier ein Lowbot. Was ist da vorne? Ich sag, unser Schreibtisch machen wir dann hier einfach hin zum Abrechnen. Das gibt dann auch der Monitor zum Abrechnen. Wir haben ausgemessen und wir hatten Pläne dabei. Ja, nee, schwierig. Aber wir werden sehen. Das wird schon funktionieren. Doch, die haben sie ja gekriegt. Also ganz ehrlich, laut Ding ist unser Tisch 2,10 Meter, ne? Ja. Ich habe eingebaute Zollstock. Das passt, wir hatten. Das passt wirklich rein. Das passt. Wie sind das? Was sagst du? 60? Nee, ist mehr sogar. Obwohl. Ich glaube 60 ist, glaube ich, ein guter Call, oder? Obwohl, ja. Ich glaube 60 ist ein guter Call. Aber gut, ich meine, hier müssen ja auch noch die Sachen hinten dran. Ja, ja.
Ne? Ja. Na, wir gucken mal, die machen es schon. Ganz ehrlich, Simbo, am Ende des Tages ist es unser Problem. Nee, haben wir unseren Raum fertig? Ja, ja. Geh da können rein. Wir aufnehmen? Ja. Geh da rein. Das geh war. Ab in die komm. Höhle, schwitze. Kommt rein. Komm, was der hier schon halt hat. Ich hab schon gesagt, ja, guck das mal an, Alter, was ist... Eieieiei. Da wird halt wirklich schon, das haben wir am Ende des Tages auch gesagt, ja. Wir haben gerade gesagt, das wird alles auch wirklich in Deutschland produziert. Da wirst du halt schon merken am Ende des Tages, ob du halt einen günstigeren Tisch hast oder halt sowas. Ne? Die Sache ist nur, da müssen wir gucken, wie wir den hinstellen. Hier oben ist ja auch unsere Lampe, gut, da musst du so eine komische Affenschaukel-Dingsbums bauen. Wir brauchen eine Affenschaukel, weil ja. Wir müssen generell gucken, weil eigentlich war ja für hier auch noch was eingeplant. Ja. Ich weiß nicht, wie tief das ist, also ich sag, der muss safe noch rüber, ne? Ja, safe. Safe. Was sagst du jetzt so tendenziell? Ich hätte schon gesagt, dass er safe ja rüber und noch runter muss, dass der dann hier irgendwie so steht. Das sag ich auch, ne? Ja. Das sag ich auch. Ja, muss man mal gucken, Chat, aber das wird schon. Wenn der Snackautomat wieder reinkommt, dann darüber, ne? Gut, der Snackautomat soll ja dann auch noch an die Wand, oder? Das soll dann, dass man sich ja. Dann hier so dann das Zimmer so genau, rein. Da soll er ja eigentlich hin. Naja, es wird schon. Ich sag mal, eins plus, wenn ihr auch findet, ich finde, wenn die Dinger als so dastehen, ohne Platte, denkt man jetzt auch wieder, das ist so tief, das ist ja, so keine normale Esstischhöhe. Nee, denkst du da aber, ne? Später hockst du dann so. Ja, aber deshalb Gott sei Dank, ne, dass wir hier wohl dann so sitzen können. Und hier bist du auf der Fernseh gucken. Ja, wir lassen die jetzt mal schaffen. Wir haben halt nur 8 Stühle, Digga. Wir haben hier drin wirklich eine Stuhlplage, ne? Ist dir das bewusst? Wir wollten eigentlich nur 6. Wir haben eigentlich nur 6 angegeben. 2 Stück für Gewinnspiel vielleicht, maybe? Maybe vielleicht, ja. Ja, im anderen Studio hat man zu wenig, deswegen. Ich sag auch so, Stühletrauma. Freunde, wir sind hier so am Tetris spielen, weil wir einfach nicht mehr wissen, was wir uns wie wo zusammengestellt haben. Wir haben gesagt, das erste Puzzlestück haben wir gefunden, oder? Ich denke schon. Das war das. Das muss so gewesen sein. Und da war irgendwo noch, da war ein Drucker drauf und da war noch so ein Pflanzaufsatz oder hier so. Hier ist unser Drucker drauf. Genau. Ne, wir haben uns 2 Pflanzaufsätze. Ja, da war hier ein Pflanzaufsatz oder da, ich hier weiß. Gar keiner. Ja. Und einer, glaube ich, noch draußen als Raum, also ja. Daneben. Ja, genau. Hier war auf jeden Fall ein Pflanzaufsatz. Hier auf jeden Fall. Und hier drin auch irgendwo. Da oder da, das weiß ich jetzt nicht mehr. Vor allem Dinge, wir haben hier eine Riesenplatte stehen, wir wissen nicht, ob die für da, wir dachten eigentlich, dass wir hier so ein Lowboard uns geholt haben, aber es kann auch sein, dass wir nur das geholt haben, weil wir irgendwie Angst hatten wegen dem Durchgang. Also aber das Geile ist halt einfach, das ist ein Raumteiler, ne? Ja. Ich würde sagen, wir machen Montag bis Mittwoch, stellen wir den so. Ja, nein, brauche ich nicht. Ja. Das Zeug ist wirklich schwer. Montag bis Mittwoch so, ja. Donnerstag bis Sonntag drehen wir ihn rum. Ist gut, das ist auf jeden Fall gut. So, jetzt haben wir die Dinger hier noch. Was ist denn das jetzt noch, Zimbotter? Das passt doch jetzt auch wieder dahin. Wie viel haben wir von denen noch? Das war das letzte jetzt, glaube ich. Nee, kann nicht sagen. Wir haben noch mal so einen großen mit Türen. Mit Türen? Ja. Also wie in der Ecke drin. 3 OH. Ja. Ja. Den noch einmal und noch einmal den mit den Türen klein. Was haben wir dann? Waren aber den mit den Türen klein, war der dann hier? Und auf was soll die Platte hier drauf? Wir müssen auf die du angeblich, ne? Ich nehm's an, ja, dass hier auf die kommen. Ach so, dann waren vielleicht doch die Hohe auch da, oder? Ja, ich guck mal bei uns in die Dinger. Ja, wir gucken mal kurz. So, wir haben jetzt den Durchblick gefunden. Ja? Hiervon sind jetzt 3 Stück da. Die kommen alle hier hinten hin. Da wird schon zusammengeschoben, 3 Stück, weil hier kommen die ganze Ordner rein. Da kommt oben eine Platte drauf. Das ist sehr geil. Genau, und dann kommt hier oben, haben wir dann noch gedacht, können wir noch ein paar Sachen hinstellen. So, die offenen kommen raus. Achte, die kommen dann... Die können dann hier neben hin. Ja? Und da haben wir uns so eine Treppe gebaut mit so einem Pflanzregal und das Ding kann nur dahin. Ich glaube, da haben wir echt gedacht, ey, wir stellen hier nicht so was Großes hin, weil daneben noch der Saugroboter hin muss. Wir wollten hier noch eine Pflanze hinstellen, man muss hier oft durchlaufen. Wir haben gesagt, stellen wir einfach nur was Kleines hin, dass es nicht so zugestellt ist. So war es, glaube ich. Freunde, Tetris-Bau geht weiter. Das Geile ist, wir haben uns hier so Pflanzkübel noch geholt, die werden dann so draufgestellt. Wir haben uns jetzt hier so eine Pyramide gebaut. Pyramide-Treppe. Ich habe eben auch Pyramide gesagt. Treppe. So eine Schräge auf jeden Fall. Da muss man jetzt mal gucken, wir haben noch einen 2. Pflanzkübel, den kann man vielleicht dann hier unten noch hinstellen. Ah! Guck mal, Zimbo, ja, ich glaube, das sieht echt gut aus. Ich glaube auch. Ja, ja, das wird's. Weil der hier ja. War ein bisschen tief, der ja. Zimbo, ne? Ja, das wird's, so sieht's aus. So also sieht's eigentlich aus. Muss man ja sagen, war der für die Abrechnungsdame da drin ja, gedacht. Aber die braucht kein Grün. Aber wir haben uns dann entschieden, so ja. Unser Recht geht vor, ja. Ne? Und wir wollen es für uns schön haben. Nee, hier drin wäre er echt verloren. Ja, safe. Für alle Dinge, da könnte man eigentlich schon gleich Losgas und ein paar Plätzchen kaufen. Da könnte man sie gleich reinschütten. Ja, könnte man schon gleich. Wir müssen uns wohl auf jeden Fall schlau machen, ne? Ja, wir brauchen. Weil da kommt doch nur dieses, was hatten die da drin? Ja, dieses, die Krümels, was die da drin ja, haben. Ne? Ja, diese Krümels, ein ja. Wasserstandsmelder ja. Drin. Gut, das gibt's ja hier bei uns ja. In der Baumärkte. Ja. Und dann halt ein paar schöne Pflänzchen rein, ne? Aber ich glaube, so ist eine geile Kombi, ja. Weil, dass es dann halt nochmal hier so ein Versatz ist. Ja, ne? Hier so ist oben. Top.
Da kann man nachmachen. Wir haben ja viele Sachen drin, was wir auch hinstellen wollten. Strom ist gut. Cool, ich habe jetzt zum Beispiel von Prosinski die Fußballschuhe jetzt gekauft. Wird auch geil aussehen. Die silberne Fußballschuhe von Zidane. Kommen wir noch an, unseren Strom hin. Ja, es soll ja schon vermittelt sein. Ne? Nur wir müssen mal gucken, wenn wir noch irgendwas anschließen wollten, dass wir nochmal gucken. Kann man ja vorschieben. Ja, schieben können wir das. Ja. Aber da muss man doch echt nochmal sagen, ne? Wirklich, diese Ware vom König Neurath, ne? Allein dieser Pflanzkübel, das ist halt wirklich, glaube ich, der Unterschied zum ganzen IKEA-Gedöns. Das ist alles Vollmaterial. Das ist halt alles wirklich unnormal schwer. Allein habe ich mir vorhin gedacht, bei den Schiebeschränken, ne? So dieses System, das ist halt schon Wahnsinn, wirklich, ne? Wie du das einfach hier, cool, das ist mit Soft-Close und so ein Kram. Krank, ja. Cool, Achtung, Zimbo, du bist wütend, weil das Finanzamt angerufen hat. Scheiße auf Finanzamt an. Geht nicht, ne? Schutz. Guck mal, wie ein schöner Zufall, der Zimbo. Hey! Das ist schon krass, ne? Ja. Und was wir vorhin ein bisschen Angst hatten, wir hatten nicht mehr auf dem Schirm, dass wir 3 von denen hatten. Und da ist auch sehr geil, muss man auch sagen, ne? Die helfen euch auch beim Plan, ne? Bei König Neurath, du kannst da hinkommen mit deinen Plänen, du siehst ja, das sitzt auch geil, wenn wir es später ganz rüberschieben, sitzt es halt genau auch zwischen Wand und Bett und Pfeiler, genau angepasst. Und das Gute ist, dann kommt ja wie gesagt oben noch eine Holzplatte drauf, so als kleiner Abschluss. Genau. Und dann wollten wir da auch noch so ein paar Sachen draufstellen, das weiß ich noch, ne? Das war unser Plänchen dahinter. Deswegen, also wir hatten da schon einen Plan. Ja? Drucker kommt dann wieder rüber. Genau. Ich meine, irgendwo muss man dann einmal mit der Abrechnungsdame sprechen, wo wir auch mal unsere Belege, TNO-Belege, Tisi-Belege, was offen ist, ne? Was gezahlt werden muss ja auch dass man ein System hat, ne? Dass man sagt, okay, weißt du so, hier kommt her, zack, TNO. Tizi, aktuell leben wir hier. Die Tischplatte, da bin ich jetzt echt gespannt. Alles ist Schreibtisch. Oh. Das wird auch nochmal ein Brett. Gut, dass wir da hinten noch alles rumstehen haben. Sieht gut aus, Männer. Wir gehen schnell weg, Timo. Und das Geile ist ja bei dem Tisch, das wird man später sehen, der ist noch so abgewinkelt. Mhm. Ja. Abgerundet an der Ecke. Geil, ne? Geil. Das ist geile Config, ne? Komm, wir gehen schon hier raus, die Motorbahn. Ja, also wir hatten früher im System. Wenn euch irgendwas im Weg steht, ne? Ja, Raum auf Reck. Ja, ihr könnt hier drin also, nicht so gut machen. Wir hatten früher Tische, große Konferenztische. Ja. Die haben eine Leiste gehabt. Du hast schon ohne Truff, also so Touch wie Touch. Aha. Rund um den Tisch, du kannst den Tisch hoch und runter fahren. Die Option hatten wir auch, aber leider war bei uns das Finanzamt, da haben wir gesagt, wir nehmen die Stachelversion. Nee, ist auch schön. Stachelversion ist auch schön, macht auch Spaß. Wir haben uns auch angeboten, aber da haben wir gedacht, Post vom Finanzamt, wir gehen lieber hin. Gut. So, jetzt kommt die Tischplatte hier drauf. Ich hatte erst ein bisschen Angst, dass es eng werden könnte, aber das passt, Chat. Aber geil, dass wir es auch in Schwarz genommen haben. Ja, aber, also dass man weiß nicht genau, ich war nur noch zwischen Grau und Schwarz, aber vor allen Dingen merkst du schon, wie das hier drin hat, man so halt. Ja, wird schön aufgebaut hier. Boah, guck, wir haben sogar mit der Schräge haben wir uns gegönnt auch. Ja, da war das Finanzamt unter da hat man das Schreiben. Da war das Finanzamt unter sogar noch schön angeschrägt, der Tisch. Wir haben auch gesagt, deswegen ackern die auch so, wenn sie fettig sind, erst dann dürfen sie sich Getränke nehmen. Ach Gott, sie sind so eingeklippt, wie krank ist denn das? Alter, das ist ja wirklich sausmart, ne? Hä? Ist das? Krank ist das, man sieht es, ist ein bisschen... Habt ihr die Clips aufgemacht? Die sind offen, ja. Ja, gut. Bist du drin? Wir müssen mal zustimmen. Aber nach minimal. Wir kommen noch ein bisschen runter zu uns, ja. Ja, wie schön ist denn der Tisch? Vor allem, das ist dieselbe Oberflächenmaterial wie unsere Küche. Ja. Ja, wir wussten warum. Vor allem das Coole ist, Zimbo, wenn es hier nach einer weißen Tischplatte ist, hole ich die weiße hinten raus, klipp sie drauf. Ist im Lagerraum. Wenn du eine rote willst, für Weihnachten, klipp sie drauf. Brauchst keine Tischdecke mehr. Mach ich dir alles. Aber ehrlich, Zimbo, wir können auch ein bisschen rüber, ist lang. Ja, natürlich. Ja, ja. Ich meine, gut, war ja eh nur gedacht für einen Tisch hier. Was soll's? Wir können ja vielleicht noch ein Stückchen, ne, so ein bisschen so. So, können wir auch ein bisschen nach vorne. Ja, ja, ja. Ich meine, 8 Stühle brauchen wir aber eigentlich. Also 8 Stühle war jetzt ein bisschen. Ah, wir gucken mal. Weil der Mann sitzt schon mal, wir testen gerade. Der Tisch ist halt schon riesengroß, sieht affengeil aus. Aber es ist halt ein Riesending, ne? Muss man halt wirklich sagen. Aber sollte ja auch groß sein, dass man hier wenigstens sitzen kann, wenn wir dann unsere Streams machen zu zweit. Zimbo, wir machen das wie bei einer Tafel, wie bei den Römer früher. Ich sitze hier oben. Mau? Jo, Zimbo, es geht. Und in der Mitte kommt der Haxe. Hol mal drin auf die Headsets, dass wir uns verständigen können. Nee, das passt. Sitzt gut. Ach, wirklich, ist halt riesengroß. Ja, ne? Gut, ihr seht ja, wie gesagt, erstmal alles rausrollen, das passt. Ja, ich sag mal selbst hier, ich meine, ey, guck, wir darf es nie vergessen, das ist ja nicht unser Hauptding. Ne? Unser Hauptding ist da drin. Eigentlich alles, was wir haben, ist für uns eigentlich verrückt. Ne? So ein Tisch, guckt euch mal die Stühle an, Junge. Passendes Grau zu unserer Wände mit dem Schwarz. Du kannst die ganz unten drunter schieben, die nehmen keinen Platz weg.
Du kannst jetzt wirklich in Zukunft, guck mal, wenn wir hier was kochen, kannst du hier sitzen, hier läuft der Stream ganz gemütlich, wir können hier essen. Kann dir beim Brutzel zugucken. Ja. Das ist doch wunderschön. Das ist wirklich, und der Tisch, wir haben jetzt auch nicht ausgerichtet. Nee, machen wir noch. Und für alle, die jetzt sagen, zu viel schwarz, zu viel grau, geil. Die Deko kommt am Ende auch noch. Ne? Helle Pflanze. Ein bisschen grün, ne? Kommt schon mal rein, das passt schon. Und der hier, haben wir halt auch gesagt, ist auch perfekt, weil hätten wir den jetzt echt größer genommen, wäre das, glaube ich, alles noch drückender geworden. Das Problem wäre auch gewesen, wir haben ja mal gesagt, irgendwo zum Beispiel hier soll ja unser Saugroboter hin. Da hinten. Oder da hinten. An die Steckdose. An die Steckdose. Ja, ne, muss ja auch noch ein bisschen Platz sein irgendwie. Man muss ja noch laufen können, ja, ne, am Ende des Tages. Wenn das jetzt auch bis hier hingeht, dann hättest du jetzt auch wieder hier so reinkuschen müssen. Ja, stimmt schon. So hat man jetzt auch hier. Ich meine, klar, überleg mal, das wäre jetzt mal ohne Witz. Ich glaube, das war halt wirklich. Guck mal, stell dir mal vor, das ist nur bis hier. Ja, das läuft es dann. Das ist so ein Schlupfloch. Ja. Stell dir mal vor, Feueralarm, Shisha ist umgekippt. Und du willst raus, es ist vernebelt. Und du hängst hier am Regal fest und kommst nicht weiter. Ist schlecht. So kommst du easy peasy durch. Ja, wenn die Jungs und Mädels, ihr könnt wirklich Pflänzchen kaufen, gell? Zum Wort. Ja, das ist nur, ob ich es schaffe. Willst du nur Zucker beim Schöpfte? Nee, wir können dir den Jungs auch später, ganz ehrlich, wir können dir nur noch einen Döner holen oder was zum Essen. Nee. Können wir gleich den Tisch einweihen? Können wir uns. Das sind wir nicht nur zu fünf. Aber ich würde halt gern, bei einem Döner würde ich halt gern eine Pflanze hinhaben. Die Mau misst das Volumen aus. 68. Das Volumen. 68. Wie viel wir brauchen für unsere Pflanze. Hier drin wird der Schreibtisch aufgebaut. Hier seht ihr das auch schon, Jungs. Dass der so ein bisschen hier gebogen ist. Und ja, da siehst du halt auch einfach die Qualität. Guckt euch das bitte an. Guckt euch das an. Hey, warum ist denn da, kann man den hochfahren? Weil denn, ja. Ach, der ist auch noch höher verstellbar. Das ist elektrisch. Das wusste ich schon gar nicht mehr, ne? Ist das geil. Ja, da müssen wir mal gucken, echt, wie wir den stellen. Also ich sag, es sieht fast sogar am geilsten aus, wenn er da so vor der Front steht. Ne? So eckig, glaube ich. Also so, ne? So abgewinkelt. Dann könnte man nämlich mit dem Stuhl da vorne dran fahren. Oder halt, aber ich glaube, wenn du ihn jetzt so gerade stellst, dann steht er, glaube ich, zu weit im Raum, oder? Was sagen die Experten? Ich würde auch wahrscheinlich eher leicht angeschrägt hinstellen. Ne? Also meiner Meinung nach ist das Blödsinn. Habt ihr doch Rollos? Ja. Die Sonne ja. Offen ist. Hammer. Ja, aber hier ist auch keine Sonnenseite. Ah, okay. Ja, aber wir hätten auch Rollos. Ja gut, weil wenn ihr doch einen Monitor nicht versteht, von der Seite so. Ja. Ey, ihr guckt ja nach draußen, weil der. Ja. Ja, das ist die Frage jetzt. Ich meine, das wäre natürlich das Beste. So würde ich es machen. Aber es muss natürlich auch noch was aus. Wir haben nämlich noch einen Stuhl geholt, dass man sich auch vorne dran setzen kann. Weißt du, dass dann die Abrechnungsdame hinten dran sitzt und wir sitzen vorne dran und geben dumme Sprüche ab. Soll klappen. Aber das kann man ja gleich stellen. Aber das ja, das könnt ihr ja stellen. Ja, wusstest du noch, Timau, dass es hoch, ja. Dass er hoch verstellbar war? Geil. Das Krasse ist auch, dass die Mau für sowas gar keinen Taschenrechner braucht. Mal. Macht der gut, macht der gut. Was haben wir? Wie hoch machen wir es denn rein? Machen wir 20, ne? 20, ja. 46 Liter brauchen wir. Okay, gut. Für einer. Also ein bisschen weniger, weil je nachdem, wenn der Pflanzenball so groß ist. Machen wir also Kaktee und sowas rein oder kümmerst du dich? Wir nehmen schon so, wie die es hatten, so diese. Die hatten diese schöne, wo unkompliziert sind, die. Machst du einmal Wasser rein, die leben. Ja. Aber auch hier sieht man mal, ne, wie hochwertig alles ist aus Metall, ne, massiv. Du steckst gerade die Teile da rein, hier ist der Stromanschluss für hoch und runter zu fahren. Was ich krass finde, ist ja immer diese Anfasungen, ne? Ja. Das finde ich halt schon wirklich, ne? Das sieht schon sehr, sehr wild aus, sehr, sehr wild. Was halt geil ist, hier ist sogar noch so eine Kabelbritsche. Stromkabel, Steckdosenleiste, das ist schon Wahnsinn. Endlich kriegen wir hier Ordnung rein. So, Zeitsprung. Die Jungs sind weg. Überragende Arbeit, wirklich. Wir haben da drin Division geölt, haben ein bisschen trainiert. Die haben ja alles aufgebaut, verschraubt, ausgerichtet. Wirklich, ich gehe mal so ein bisschen zum Licht. Dann seht ihr das Ganze. Wir gehen jetzt noch ein paar Pflanzen kaufen für da rein. Der Tisch passt jetzt auch wirklich, passt perfekt hier rein. Hätte nicht größer, aber auch nicht kleiner sein dürfen. Sideboard vorne unten drunter. Das sieht noch ein bisschen chaotisch aus alles. Hier oben haben wir schon eine Lampe von Philips Hue. Die müssen wir noch installieren. Und dann so ein bisschen das Herzstück. Was es ja jetzt wirklich wird, ist hier die Geschichte, ne? Guckt euch diesen Schreibtisch an, wirklich ein absoluter Traum. Medion PC, Medion Monitoren da, alles am Start. Ohne die Partner wäre sowas auch gar nicht möglich. Ne? Man hat hier einen schönen Ausblick, man wird leider nicht so viel sehen, weil man hier voll vorne den Monitor sitzt. Was soll hier auch in der Weltgeschichte rum, was soll ich hier arbeiten? Genau. Was wir aber auch nicht mehr wussten ist auch sehr geil. Wir können hier einfach auch ein bisschen höhenverstellbar, im Stehen ein bisschen arbeiten. Das ist doch wundervoll, Simbo. Ne? Kannst du, wenn du ein bisschen Rücken hast, kannst du auch so. Ist die Mauer die Technik angeschlossen, hier läuft auch schon alles. Sieg auch hören, ne?
Hier hinten haben wir dann so, das wird so die Station, wo jetzt so ein Druckerpapier reinkommt. Den Drucker schließen wir noch an, müssen wir noch ein bisschen sauber machen. Dann haben wir halt jetzt alles gebündelt, einfach in einem Raum. Ihr seht die ganze Ordner, alles Abrechnungen, Jahresabschlüsse. Ist alles da rein. Die werden alle dann hier reinwackeln, in die Schränke. Und ich sag's euch nochmal, ne, die Qualität ist halt wirklich absolut krass, ne? Wie du die Geschichte hier aufmachen kannst. Die haben ja alles auch schön montiert, sitzt alles schön drin, passen die Ordner rein. Machst du den Lachs wieder zu, soft close, auf die Höhe. Zimbo fährt wieder ein bisschen runter. Wir haben auch hier extra noch einen Stuhl für am Beratungseck, wenn man irgendwie gerade ein bisschen Probleme hat, kann man sagen, jo, Herr Bestold, wie sieht's aus? Was haben Sie für Sorge? Ich weiß nicht, wie ich die Rechnung bezahlen soll. Ja. Können Sie mir das irgendwie stunden, ist das irgendwie möglich? Ist aber doch zu hoch, wie macht man es denn so? So, oder? So wie du dich wohlfühlst. Du kannst hier drin sein, was du möchtest. Dann will ich, nennen Sie Maus sein, das soll ein geiler Tipp sein. Ne, ist ja geil, Jungs. Ne, ist echt gut, ne? So, da hast du hier schön zack, zack. Kannst hier schön, das schön rüberziehen, kannst hier ein bisschen arbeiten, kannst hier auch da ein bisschen die Sachen runter machen, das ist ein schönes Mauspad. War halt schon echt ein Träumchen, auch ein eigenes Zimmer zu haben, wirklich, wo alle unsere Unterlagen sind. So, das ist, ihr kennt es ja noch aus dem alten Studio, es war alles so chaotisch. Guck mal, jetzt wirklich solch ein überragender Schreibtisch, ganz gemütlich, mit genug Platz zur Ablage. Vor allen Dingen, wir müssen mal drüber reden, wie geisteskrank auch diese schwarze Oberfläche aussieht. Sieht heftig aus. Klar, die wird wahrscheinlich ein bisschen anfälliger sein, aber... Ist doch immer so. Der Schreibtisch hat auch direkt schon so einen integrierten Kanal dabei. Den kann man nämlich, wenn man hier reinschaut, auch einfach runter machen. Finde ich auch sehr, sehr geil gelöst. Die Mauer hat hier oben schon ordentlich reingepackt. Macht wieder hoch den Lachs. Ja, auch hinten so ein bisschen Wickelschlaufen gemacht. Ich glaube, es sieht ganz okay aus, oder? Sehr gut, sehr gut. Kann man, glaube ich, so lassen, ne? Kann man so hier so ein bisschen dann... Im Rahmen meiner Möglichkeiten und Fingerlö, denke ich, ist das okay. Auch abhängen. Dann haben wir das da alles dazu. Und wir können auch hier noch ein bisschen... Vor allen Dingen auch die zwei Monitore hier von Medion, 32 Zöller, ist halt auch wirklich perfekt, ne? Da hast du so viel Platz jetzt für die Abrechnung zu machen. Du musst halt überlegen, ne? Auf der einen hast du dann immer die Bank geöffnet, auf dem anderen hat dann Amazon genau offen. Die ganzen Rechnungen und da hast du halt wirklich auf so einem 32 Zoll enorm viel Platz, plus durch die hohe Auflösung von diesen Monitoren hast du halt auch, auch schön auf den Monitoren Platz. Du kannst jetzt die Schrift noch ein bisschen kleiner machen, aber du musst ja natürlich die Augen anstrengen und dann da hocken und, was? Also das ist halt echt schon... Gegenlicht koffert halt ein bisschen rein, spricht aber für unsere Arbeitsbedingungen, die TC Schubesch GbR gibt. Wenn du den Bergsee willst, dann kannst du den Bergsee. Du hast ja offen, du kannst aber auch einfach nur die Jalousien runter machen. Genau. Auch das ist eine Lösung bei der TC Schubesch GbR. Büro ist falsch, Rollladen, Bad, Jalousienflur, du musst jetzt hier durch 800 Menüs klicken. Jalousien rechts, ist es das? Ja, der kommt. Muss ihn länger halten, bis er anfährt. Ebenfelder an. Ebenfelder Ademobil. Den braucht man, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, das ist eher ein anderer, oder? Der Norbert. Den kann ich auch runterfahren. Saubere Arbeitsbedingungen bei TC Schubesch. Ja, ehrlich so. Sag ich dir ganz ehrlich. Ich tue es aber echt geisteskrank, gemütlich. Digga, also auch die zum Essen, ne? Wisst ihr, wie schön es ist, wenn wir da draußen dann ein bisschen abchillen? Ich gehe kurz raus, bis der Kamerad hier unten ist. Und du kannst dich halt wirklich, wenn wir jetzt hier sind im Stream, zack, du gehst hier raus, wir können hier essen. Du hast hier dann den Fernseher, müssen wir jetzt auch die Jalousie runter machen. Du kannst den Twitch-Chat sehen. Wir haben überall die Kameras. Ich sage euch ehrlich, dieses Studio von Anfang bis Ende ist bis jetzt wirklich so perfekt durchgeplant, dass mir nichts einfallen würde, was wir irgendwo... Geil, ist so, ist echt gut, ne? So kann man es echt gut machen. Machen wir mal noch den Drucker dran, reiben den noch ein bisschen ab. Ja, wir müssen hier noch ein bisschen das Zeug wieder rüberräumen. Ne? Pflänzchen holen. Bisschen zur Tour. Und dann gib ihm. Wir haben uns jetzt noch eine schöne Hähnchenpartie gemacht. Es sieht halt echt noch chaotisch aus, aber okay, gehört jetzt erstmal dazu. Zimbo hat da hinten schon ein bisschen eingerichtet, die Regalen. Es wird, ich sag ehrlich, es kommt jetzt so richtig Leben rein. Wir haben gesagt, hier vorne wird noch eine grüne Pflanze hinkommen oder halt hier ins Eck. Hier holen wir dann gleich auch diese großen Pflänzchen noch rein mit dem Substrat. Genau. Dasselbe machen wir auch hier hinten. Ich glaube hier hinten direkt ans Licht kann man auch eine schöne, vielleicht so eine kleine Bananenstaude oder so. Wir gucken mal. Zimbo kämpft sich jetzt noch da hinten durch. Ich gucke nach dem Essen und dann gibt Dann gibt es wirklich zum ersten Mal, guck mal, das hier ist auch schon wieder alles Müll. Das ist unfassbar, was sich hier schon wieder alles angesammelt hat. Gibt es unser erstes Mittagessen? Zimbo, unser erstes gemeinsames Mittagessen am Tisch. Stimmt, jeder muss sich noch so seinen Platz raussuchen. Alter, wie hat es eigentlich den auch hinter sich? Ich sage ehrlich, der kann auch gehen. Oder denkt ihr, den können wir nochmal wiederbeleben? Mittagspause ist rum. Gerrit ist noch erschienen. Dann haben wir wieder hergelockt mit einer Shisha. Dann haben wir gesagt, ey komm, wir rauchen mal wieder Shisha. Aber wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Gerrit, komm doch mal vorbei.
und dann 5 Minuten bevor ich losfahre, ruft er an, er bringt die Bohrmaschinen. Das war jetzt halt wirklich einfach nur Zufall. Ja. Und zwar haben wir noch unsere Philips Hue-Lampe, die hängen wir jetzt hier noch. Wir haben uns jetzt wirklich, also wie die Höhlenmenschen, das Maß, wo ist es denn überhaupt, wo habe ich es markiert, hier oben hochgemessen. Gott sei Dank der Laser noch im Studio. Jetzt haben wir uns die Löcher ausgemessen, bohren die 2 Löcher, klatschen das Ding hoch. Müssen nur noch gucken, wie wir dann mit dem Kabel in die Lampe reinkommen. Weil die ist normal nur gedacht, dass direkt der Kabelauslass direkt dann die Lampe drüber geht. Wir müssen noch ein kleines Löschle reinbohren. Bisschen tricksen. Stift haben wir auch hier. Und dann haben wir auch über dem Esszimmer ein bisschen Licht. Oder? Ja. Gerrit Sonne, hä? Esszimmer. Zufrieden? Das ist ganz stark, ganz stark. Vor allem kaum ist die Kamera draußen, macht das also was. Schade, das ist so krank, ne? Das ist so krank. 28,5 sind 14, 2,5, oder? Ja. Richtig? Ja, Pi mal Daumen, scheiß drauf. Ist nicht bei jeder heim. Sind wir bei den Teasies. Ajo. Kein Problem. Das sieht hervorragend aus. So, Freunde, groß, hier oben, der gute Gerrit Sonne hat jetzt 2 Löcher gebohrt, der macht jetzt das Kabelchen ab. Gut, wenn du Pets geht, wahrscheinlich fliegt der FI raus, ne? Kann passieren. Die Mau ist hier am Sägen, weil wir müssen uns eine Affenschaukel bauen. Aber da kannst du das schon gut, glaube ich, Zimmer, oder? Kannst du die Zängel nehmen, ja. Und kannst schon eine Knickerle machen. Zängel, hast du das oder ich? Du hast alles mitgenommen. Das ist traumhaft geworden, sage ich euch. So schön. Das Loch, was da ausgesägt worden ist, perfekt. Okay, da oben müssen wir Löcher zu machen, aber die waren nicht von uns. Der Haken muss auch wieder raus, auch nicht von uns. Können wir nichts dafür. Wurde anderweitig verbohrt. Hier, unser Lämpchen, ehrlich, ich sage wirklich, das leuchtet hier unten, ne? Leuchtet oben ein bisschen indirekt so. Für hier zum ein bisschen chillen bin. Ich sag dir ganz ehrlich, das ist mittlerweile so schön, ich gehe gerne mal nach Hause. Wenn das Ding hier wirklich. So, du hast ja alles, was du brauchst zum Leben. Alles. Du hast eine Playstation, du hast kalte Getränke und du hast ein Klo. Der alles anschraubt und macht. So, sieht das Ganze jetzt aus. Simbo, mach mal ein bisschen ambientelig für uns. Boah, ich kann hier jetzt auf blau, grün, gelb nach oben. Kannst du jetzt machen, wie du es brauchst. Oder natürlich auch weiß. Ja, geht auch. Das ist perfekt jetzt. Oder du kannst ja auch nur die eine, machst du ein bisschen hier, gehst auf rot. Stellst die so ein bisschen auf blau. Ich meine, kommt jetzt wahrscheinlich schon nicht so ganz nur, weil es nicht Nacht oder nicht dunkel ist, ne? Aber ich glaube, das ist schon geil, ne? Geht fit so. Ja. Jetzt haben wir unser Pfeifchen verdient erstmal, oder? 2. Mittagspause hier. Ah, das ist ja aber mit dem bisschen der Tisch auch so edel aus, ne? Safe. Sehr geil. So, nach getaner Arbeit kann man sich's auch ein bisschen gut gehen lassen. Wir sind hier gerade ein bisschen am Rumspielen. Das Geile ist nämlich echt, dass du dir die Lampe hier unten steuern kannst und nach oben. Ich muss auch sagen, stell dir mal vor, wir hätten uns jetzt eine echte normale Hängelampe geholt, die kein Licht nach oben hätte, weil der Raum viel zu dunkel. Ja. Ja? So ist wirklich geil. Ja. Ja, für die geile Atmosphäre. Licht. Alter, wie geil er aussieht, Zimbo. So, sieht hier aus, das ist wie ein Ding bei Abu Chaka so, jetzt wir reden. Sieht halt echt geil aus, wenn du so hockst. Guck mal hier, Freunde. Alter, das sieht. Kopf ins Kaffee, wir reden. Ja. Was ist euer Problem? Wir brauchen hier noch ein schönes Wäschen, weil das sieht ein bisschen verlochen aus da draus. Aber es hätte bei Spaß beiseite nicht größer sein dürfen, schon wärst du nur drüber rumgefallen. Ja. Vielleicht links und rechts 10. Ja, maximal. Aber sonst ist es halt wirklich größer. Aber ich sag ehrlich, wir holen jetzt noch eine Pflanze so für da draußen, für hier und eine große für rein. Schön ans Licht. Ja. Und dann ist es eigentlich wirklich perfekt für drin. Dann müssen wir noch den ganzen Müll wegschmeißen und dann sehen wir uns auch nochmal, wenn es fertig ist. Wir lassen machen ganz kurz Pause. Aber ich sag, allein das, Digga. Guck, ja. Unser Traum war immer im alten Studio. Guck, du bist auch schon Tag 1 dabei. Ah, sieht gut wie aus. Wie entspannt ist es jetzt, dass du dich hier hinsetzen kannst, du kannst was trinken. Wir können jetzt da vorne, können wir irgendeinen Livestream gucken, ganz entspannt, sonst irgendwas gucken. Unbezahlbar. Das ist wirklich unbezahlbar. Wenn jetzt auch hier noch die Fußballtrikot. Das sieht halt auch echt krass aus. Geil. Muss ich sagen, das sieht auch echt big aus, Alter. Fuck. Sieht schön aus da drin. Das ist schön, ja. Mann. Das sieht echt gut aus. So, Freunde, wir sind immer noch am Arbeiten. Alter, wie geil sieht denn das aus? Die Rückwand mit echten Pflanzen. Wir waren jetzt noch im Baumarkt und haben ein paar Pflänzchen geholt. Guck mal, da hinten habe ich schon so eins reingestellt. Also dieses Möbel sieht echt geisteskrank geil aus, muss man sagen. Genau, wir haben jetzt hier hinten die Pflanzkübel. Ja? Und da steht dann jetzt schon mal das Ding drin. Das hier wird hier neben dran kommen. Gut ausgewählt, Simbo. Passt schön, ne? Ja. Dann zeig mal, was haben wir noch geholt. Dann die Viererkette, gebildet mit Walker über rechts. Aha. Von D über links. Aha. Und die IV mit Van Dijk. Beste aktuell. Und Lucio. Stellen sie rein, die kommen dann eins. Die müssen ja eh noch ein bisschen hoch, ne? Ja, ja, die kommen ja noch. Aber die können ja kommen, wenn wir die so ein bisschen ja, versetzen. Ja, sieht gut aus. Da, ach, Zimbo. Als ob wir nie was anderes gemacht hätten. Alter, sieht das schick aus. Tisch ist auch schon hier gut in der Einsatz gekommen, wichtig. Getestet. Ja. Ich erstmal trinken, Digga, der geht. Dann haben wir uns die zwei. Wir haben jetzt halt das Optimale, muss man ehrlicherweise. Weil wir haben gesagt, ey, es wäre vielleicht schöner gewesen, wenn du hier so ein bisschen was Höheres gehabt hättest. Aber... hatten sie leider nicht, deswegen muss man das nehmen, was es gibt, weil das kommt dann hier rein, wird hier hinten, denke ich, ein bisschen hingestellt und dann kommt noch eins ins Büroräumchen rein, oder Zimbot? Sagst du, geht noch? Safe.
Turtelsahne. Oh, ist hier überbelichtet. Sorry. Sorry, Männers. Ja, von dir ist echt immer schwierig. Ja. Aber ihr kriegt bestimmt auch gleich noch, wenn alles fertig ist, wir pflanzen es jetzt auch ein, machen ein klares Schiff und dann kriegt ihr noch ein paar Eindrücke. Wir arbeiten. Und läuft sie noch? Okay. So, also, dann müssen wir hier a little bit Substrat. Ich hole, brauchst eine Schere, Tim. Ja, dann können wir gleich das Eck an. Oder besser, wir gehen auch, oder? Ich würde das Eck anlocken. So, also, hier kommt jetzt. Hat Staub das, ne? Das wäre Staub draus machen. Ich glaube, das wäre besser gewesen. Staub ist aber auch so. Das ist jetzt auch nicht scheiße. Aber ich habe Zweifel, dass du das hättest auch dann reintragen können. Hm? Hätte man das dann auch wieder reintragen können? Schwer dürfte es ja nicht werden, ne? Sag mal, wie tief müssen man? Aber so ist, glaube ich, schon gut, oder? Ich meine, das muss ja auch bis hier oben drüber geleert werden. Oder? Ich glaube, so ist gut. Ja, oh, wir werden jetzt noch höher, dann soll es nicht zu hoch, ne? Ja, du musst ja auch noch was drüber leeren. Ja. So war schon gut, ich glaube, das ist auch gemacht. Ja. Und jetzt einfach mit dir immer so wie gesetzt, und gechillt. Dann, ja. Und chillt ihr Base jetzt. Ja, so. Ja, hab ich jetzt gesagt. Denk dran, dass du den Versatzer machst. Setzen wir die noch so. Hat die eine Schokoladenseite? Ist dir schon eine aufgefallen? Wie sie gerne präsentiert wird? Oder? So gut. Dann nehmen wir den hier. Ja. Aber ist sie nicht so tief so dann jetzt? Guck mal, weil wir sind jetzt so weit hier ohne drunter. Oder denkst du, das macht der die auch kommt, nicht? Die kommt wieder. Sagst du die kommt? Ja, das Substrat regelt es, oder? Was sagt ihr hier? Steht die Viererkette oder müssen wir, ich glaube, Viererkette müssen wir noch nachbearbeiten, oder? Sieht ganz gut aus eigentlich. Der hier noch so ein Trick, ne? Sieht ganz gut aus, hätte ich jetzt gesagt. Passt die Viererkette? Ja, trotz mal rein, dann Substrat. Der hier steht halt sehr tief hier. Nee, obwohl. Ja, so viel ist da jetzt auch nicht mehr Platz. Guck mal, hier, das ist gut. Ja, aber guck mal, wenn du hier guckst, dann sitzt sie halt so tief da unten drin. Wir können hier noch einen Tick ist höher machen. Ist das richtig so? Einen Tick höher machen. Guck, die wachsen ja auch. Ja, aber ich meine auch für die Pflanze, weil wir füllen das ja, guck mal, wenn wir das jetzt auffüllen, ist sie so weit oben. Wir müssen sie ja nicht so randvoll machen, oder? Ja gut, man guckt ja schon, dass es oben so... Ja, dann ziehen wir sie noch ein bisschen hoch. Ja, ich würde gerade sagen, wir können sie aber auffüllen und dann... Ja, können wir sie ein bisschen rausziehen. Oder? Ja, schütt mal rein, komm. Das wäre eh sinnvoller gewesen, oder? Ich jetzt im Nachhinein auch. Schütt mal rein. Ja, geht aber. Ja. Können sie noch ein bisschen hochziehen, ist ja kein Problem. Ich glaube, wenn wir noch kommen, ja, guck mal, da rutscht es doch. Ist ja doch gut. Wir haben uns wir haben es eigentlich ausgerechnet. Und nicht genügend mitgenommen. Und einfach nicht genug mitgenommen. Ja, obwohl da oben braucht man nicht so viel, da hat man mehr Erde, das könnte schon passen. Da ist ja noch drin am Säckel. Ja, aber das hätte man, ne? Auch gleich Trugrechte, leer mal aus. Der staubt alles so, ne? Das geht. Also, jetzt staubt gerade mal so aus hier. Oder wir lassen es jetzt einfach so und dann. Ja, jetzt würde ich sagen. Du mit immer noch so ein bisschen, oder? Dass die so auf ihre Position hier so ist, glaube ich, gut. Oder die Höhe, hier oder? Ist halt nicht so viel, du musst... Oh, guck mal, jetzt ist ja unten. Ja, das machen wir gleich weg, entspann dich. Ich hast doch Dreck. So ist gut, ja. Letzte die Hinne, die brauchen noch. Brauchen noch? Ja, da muss man richtig noch reinleeren, ganze Arme. Oh gut, der hier, was macht denn Lucio, der Hinne? Das rutscht gegangen, sein Playstyle Blast ist abgebrochen. Ja, muss ich gleich nochmal halten. Ja, Simbot halte ich jetzt da so ein bisschen, kippt jetzt erst ein bisschen da Hinne rein mal. Unleer. Würdest du dir sagen, du bist eine Maschine? Komm, komm, komm. Hier halt noch, ne? Und halt, ja, die hat sie ein bisschen zerbeutelt hier. Die musste echt ein bisschen halten hier. Den Kamerad, der ist ein bisschen auseinander. Aber gut, die braucht ja auch erstmal halb von den anderen Dinger jetzt, ne? Echt? Ja, die braucht Unterstützung, ne? Ja, da schütt man noch was rein. Guck jetzt rein in den ganzen Laden. Hopp auf. Kipp! Kipp! Da fehlt jetzt noch ein bisschen. Das ist jetzt deine Arbeit. Ich könnte mir einen Arsch speichern, Digga, ne? Warum? Weil man viel zu wenig von dem Zeug haben zu wollen. Nein, das langt. Wir haben noch zwei andere Töpfe. Ja, aber da brauchst du ja kaum was. Und machst du gerade. Das langt ja schon fast jetzt auch. Ich noch ein bisschen nachkaufen, aber. Boah, Alter, jetzt bist du auf dem Balkon. Aber es geht. So, ja. Noch ein bisschen drauf, diese. Ja, wir halten das ja noch bedeckt, oder? Ja. Falls wir jetzt noch kleine was übrig haben. Genauso machen wir es jetzt hier auch. So, Timo ist gerade noch so einen Sack von diesem Substratzeug hier holen. Diese Wasseranzeigeteile habe ich da hinten reingemacht, dass man die nicht so direkt so ins Auge fällt. Weil wir haben ein bisschen zu wenig mitgenommen, obwohl wir es eigentlich richtig ausgerechnet haben vorhin. Den Kamerad habe ich jetzt da reingesteckt.
ja, dass man sieht, dass immer gut Wasser drin ist. Ich glaube, dieses Zeug nimmt man ja auch dafür, dass das Wasser nicht so schnell verdunstet, austrocknet. Auf jeden Fall brauchen wir davon noch ein bisschen was. Aber ich sag euch ehrlich, wie geil sehen bitte diese Möbel aus hier von König Neurath? Also eigentlich sind wir ja da ja hin, für Büromöbel mitzunehmen. Aber ich sag euch ganz ehrlich, auch so im Wohnbereich, wie krank machen die sich da mit diesen Pflanzkübeln? Du kannst alles individuell zusammenstellen. Auch hier vorne, ne? Jetzt da noch das Pflänzchen hin, Saugroboter noch hin, dann passt es da vorne auch perfekt. Aber also ich finde, das Ding hier ist für mich gerade das Highlight. Plus hänge ich alles hier drin auf, für die Sachen draufzustellen, ist jetzt noch nicht geordnet. Aber auch der Schreibtisch, also das holt mich halt wirklich komplett ab. Sag ich euch ganz ehrlich, das holt mich komplett ab. Mit dem schönen Medion-PC. Die Medion-Monitore hier hinten, die Front, wo unsere ganzen Ordner drin sind. Also das sieht echt zu krass aus. Auch wenn du das hier so ein bisschen, ist jetzt ein bisschen eingerichtet, ein paar Sachen reingestellt. Ne? Da unten ein schönes Elgato-Logo. Es sieht einfach zu krass aus, Chat. Hier ein bisschen eingeräumt, ne? Da sind auch so ein paar Sachen drin. Können wir euch aber gleich auch nochmal zeigen, was wir da reingemacht haben. Aber ich finde, es sieht richtig schick aus. Und ich glaube, ich packe jetzt mal den Kollegen hier hinten noch aus. Da können wir nochmal kurz dahin laufen. Und zwar dieser gute Mann hier. Den Medion X50 SW Saugroboter, kann auch wischen, hat alles an Navigation, was man sich vorstellen kann. 200 Minuten Max kann er laufen, per App könnt ihr den steuern. Lasernavigation, ganz, ganz wichtig, er stellt auch eine Karte vom Raum und fahrt nicht irgendwie nur wahllos darum. Schnauze, Alexa. Kannst du das und mal sagen? Den stelle ich jetzt auch noch dahin und dann kann der auch abends immer schön ein bisschen saugen. Entschuldigung. Boah, wie hochwertig ist denn der Kamerad hier verpackt? Durch das Mal, was hier alles dabei ist. Zwei Lappen sind hier dabei. Dann vorne diese Bürsten für da zu putzen. Was hat man hier sogar noch? Also wahrscheinlich dem seine Rolle vorne. Also nochmal Ersatzzeug, ein Ersatzfilter. Und unten ist wahrscheinlich die Basis drin. Oh, die Maus wieder da, hat neues Substrat geholt. Ich habe geholt, Simon, ich habe gekauft. Maschine, ich bin hier gerade ein bisschen am Roboter, an der Basis. Das Geile ist, du kannst dann hier hinten das Kabel schön aufwickeln. Da wurde dann alles gedacht. Sehr, sehr geil. Ja? Ja, mit meinem einen Fingerle geht das nicht ganz so gut, aber kriegen wir doch alles hin. Haben wir hier unten noch eine Steckdose? Doch. Würde es, glaube ich, nicht geiler aussehen, wie jetzt bis dahin, oder? Ja, da muss ich aber dahinter das Ding vorfummeln, das geht auch. Kann ich machen, ja. Ich weiß nicht, was denkst du? Was ja, sieht besser aus, oder? Ja, Timo hatte doch recht, Chat. Ja, ich hab da hinten eine Steckdosenleiste rein. Das sieht schon besser aus, wenn eh eine ist. Vor allem das Geile ist wirklich, dass die hier oben dann jetzt hier sind die ganzen... Weißt du, was hier geil wäre, wenn hier eh schon Strom ist? Was denn? Die Philips Hue Stehlampe. Oh ja. Wo dann auch noch ein bisschen das Plänzchen anstrahlt. Ja. So, hier hast du dann jetzt einen Beutel drin, diesen Ersatzbeutel. Ich sage, hier ist richtig viel Zubehör dabei. Also, das ist wirklich echt extrem geil. Guck mal, wie viele Säcke dabei sind. Wie gesagt, hier nochmal einen Ersatzfilter für reinzumachen. Dann habt ihr, ich geh mal hier rum von der Pflanze, siehst du gar nichts. Dann hat man hier extra Teppichbürste, extra Hartbodenbelegbürste. Wir lassen aber die Universalbürste drin. Das können wir dann zum Zubehör legen. Das hier ist dann der Wasserkasten. Zwei neue Bürsten für vorne. Da drehen wir doch mal das Ding hier rum und gucken mal, was hier abgeht. Aber er hat, die müssen wir noch dran machen. Denn eine Kamera, der muss hier dran, das kommt hier raus. Super gefilmt auf jeden Fall auch. So, das muss hier raus. Und der eine Zimbot, der kommt dann hier drauf, hätte ich jetzt gesagt. Ja, der kommt hier drauf, dass er schön wischeln kann. Und dann stellen wir den Kameraden auf die Ladestation. So, die Mauer hat hier auch zwei Säcke zum Glück mitgenommen, genau, ne? Das ist wieder eng geworden, ne? Ja, weil hier steht jetzt das Pflänzchen auf dieser Seite, sieht schön aus. Den habe ich jetzt mal dahingestellt, richten wir jetzt aber heute nicht ein, Freunde. Da wird ein extra Video kommen, weil das wird heute einfach zu viel. Wir müssen erstmal gucken, dass wir jetzt hier das Grobe gemacht bekommen. Wir müssen noch ein Video aufnehmen und deswegen, also das hier müssen wir dann die nächsten Tage machen. Wir sind ja heute auch schon wieder seit 8 Uhr, ne, im Studio, ja. Simbo. Ja. Gleich schönes Freiumköpfchen. Ja, das langt dann. Aber das sieht gut aus, ja. Das sieht echt geil aus. Fällt mir auch richtig gut. Nur du hast die ein bisschen falsch gedreht. Ja, fühl sie dahin, wo sie hin muss. Zeig ihr die Welt. Guck mal so, Zimbo. Guck mal, Zimbo. Hä? Das ist er, unseren Peter. Das ist Peter. Ja. Wir hätten sogar fast noch die für da nehmen können. Ja. Ne? Machen wir auch. Ja, machen wir auch. Büro-Dame, sorry. Sorry. Wir haben noch die Plastikpflanze vielleicht noch da rein. Zeig dir das. Oh. So, Freunde, guckt euch das an. Wir sitzen jetzt hier, bestellen noch ein paar Sachen. Zimbo hier oben. Unsere Pflänzchen sind da schön drin. Da sieht das schön aus. Gibt es morgen noch ein paar schöne Aufnahmen auch davon. Wenn ihr ein bisschen aufgeräumt ist, hier vorne, Alter, sieht die Wand schön aus, ne? Ich sag dir, was halt auch wirklich unnormal das ist geil aus. Ist dieser Tisch, weil der so matt ist. Ja. Wenn das LED-Licht hier so oben drauf ist. Sehen wir das mal ein. Ja? Sehen wir das? Von da.
Ja, man sieht es hier auch, aber ich glaube so. Ja, Digga, guckt euch das an. Kreativ am Arbeiten. Guckt euch das an. Das ist es halt einfach wirklich. Da geht nochmal so viel Liebe raus an König Neurath, wirklich. So geiles Zeug, auch wirklich mega beradet und top zusammengestellt. Das ist der Hammer, Digga. Es ist so gechillt jetzt. So ein Mehrwert für die Studio. Wir werden euch morgen dann noch ein bisschen bei Tageslicht noch ein bisschen mehr mitnehmen. Ich sag nämlich, wenn ihr da ein Möbel braucht, Freunde, guckt euch da mal um. Sag ich euch ganz ehrlich. Ist so. Schaut euch da um. Oh. Das ist aber dir. Saugroboter hat Probleme. Ja genau, check das gerne ab, ne? Check das wirklich ab. Sehr, sehr, oh Gott, das ist der Wahnsinn. Hängt da bei dir? Immer. Jungs, ihr wisst ja, bei den Teasys, da dürfen LEDs nicht fehlen. Wie geil sieht denn das jetzt da hinten dran noch aus? Boah. Krank, ne? Boah, sieht das gut aus. Sieht das gut aus. Das Ding haben wir jetzt auch schon mal angeschmissen, da kommen wir dann aber in einem anderen Video nochmal dazu. Was hat jetzt in den Finger gejuckt, Zimbo, ja, oder? Musste raus. Muss seine Arbeit einer machen. Einer muss ja sauber machen heute. Genau, Zimbo ist am Arbeiten. Aber ich würde auch sagen, wir sehen uns dann hier morgen wieder, Jungs, ne? Aber das sieht hier schon schmackofatzke aus, Digga. Digga, das ist halt einfach so viel. Boah. Ich finde diese Lampe, die macht halt nochmal so viel, weil einfach, dass sie diese Decke nochmal indirekt beleuchtet und halt jetzt den Tisch. Digga, dieser Vibe hier, das ist unfassbar. Unfassbar geil. Unfassbar, oder? Okay, ja. So, Freunde, es ist jetzt mittlerweile schon Freitag. Wir haben hier noch ein bisschen gearbeitet. Ihr habt ja auch ein paar Kameratouren gesehen, ne? Kamerafahrten. Ich bin durchgefahren. Unser Studio ist mittlerweile so groß, ne? Aber ihr habt es gesehen, Freunde. Es sieht halt wirklich mittlerweile so krass aus. Es wird auch noch eine komplette Roomtour davon kommen. Aber man muss sagen, die Möbel, nochmal vielen, vielen Dank auch an König Neurath für das Aufbauen, für die Unterstützung. Die Möbel sind so geisteskrank, Freunde. Ihr könnt wirklich mal auf den Link in der Videobeschreibung klicken. Es gibt zig Sachen. Ich drehe mal kurz die Kamera, allein schon dieser Blick, hier wird morgens oder heute Morgen wurde hier schon gefrühstückt. Hier vorne, Freunde, die Pflänzchen, ne? Auch das ist nochmal schön vorgesetzt, ja. Ne? Auch schön. Genau, wir haben LEDs dran gemacht, ganz, ganz wichtig, ne? Die Pflanzkübel machen so viel aus. Die sind halt wirklich. Aber da kann uns jemand vielleicht mal einen Tipp geben, ne? Wie weiß man, dass die wirklich genug Wasser haben? Diese Anzeigedinger, die... Obwohl, ich könnte mir vorstellen, dass mehr Wasser rein muss, weil die speichern auch enorm. Weißt du, was ich meine? Ne? Ja? Ich glaube, wir können echt nochmal eine Rutsche machen, ne? Glaube ich auch. Ich habe auch Angst. Dann, Jungs, ne? Kommt man hier rein. Klar, hier ist noch nichts sortiert, ne? Muss man noch gucken. Die Schränke sind nur halb bis jetzt eingeräumt. Aber hier haben wir endlich Platz, ne? Alles schön zu machen. Hier neben steht unser Drucker drauf. Hier neben können wir alle Sachen lagern. Ich finde dieser View von diesem Schreibtisch, Freunde, das ist so krank. Ne? Der Schreibtisch, muss man wirklich sagen, ist ja absolut gestört. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt schon so vorgeführt haben. Ja, mal hochfahren. Aber du kannst runter. Du kannst, wenn du sagst, so, ey, ich hatte jetzt ein bisschen, das Zocken war ein bisschen viel. Vor allem, guckt euch an. Guck, und dann guckst du da, dann fahrst du wieder so hoch. So, und jetzt sehe ich nur hier beim Arbeiten, sehe ich Weinberge. Vor allem, muss man sagen, ist halt auch echt durchdacht. Du hast hier unten deinen Kabelschacht, da liegt dann auch eine Steckdose drin. Du fasst es mit einem langen Kabel hier an und dann ist hinten alles sortiert. Das ist halt echt krass. Und auch, was wir auch hier beachtet haben, ich finde, das sind so die Details, ne? Wenn du dann einfach hierher gehst, an den Schacht, hier, wo ist er? Da oben, ja. Kannst du einfach runter, ne? Kannst du auf der anderen Seite auch machen. Jetzt macht er mein Kabelmanagement kaputt. Nee, ich war entspannt. Kannst aber schön reinkommen. Kannst kippen, ne? Kannst alles schön, gut, Simon, alles reingeklatscht, die Klassiker, dann rennt ihn, dann machst du ihn wieder hoch. Gemacht. Und aber auch diese Abschrägung, dieses Angefasste. Dann haben wir hier hinten ja noch. Unsere Schränke da ist halt wirklich, Jungs, es lagert sich halt so viel, ne? Ist ja auch schon drin, oder? Genau, ja, Großteil. Alles Ordner, ne? Die dann hier reinrutschen, ne? Ja, das hat man vorhin die Platz, das ist echte Träumchen, Jungs, ne? Ich muss ja wirklich sagen, dieser View von diesem Schreibtisch. Es ist halt auch, ne? Es ist so krass, plus diese Medion 32 Zoll Monitore. Der schöne PC da hinten, Freunde, das ist echt geil. Hier ist auch nochmal die Seite geöffnet von König Neurath, wie gesagt. Guckt da gerne mal vorbei, Jungs. Da gibt's echt krasses, individuell angefertigtes Möbel. Auch von der Stange, ne? Aber alles handmade in Germany. Wenn ihr oder auch vielleicht auch eine kleine Firma oder so habt, ne, dann könnt ihr dort noch gerne vorbeigucken, ne, könnt dort mal gerne Kontakt aufnehmen. Die haben wirklich alles. Die haben für alles Lösungen, zumal die auch alles individuell, Länge, Breite, Tiefe, Höhe, Beschichtung. Selbst die Füße konnten wir uns ja so aussuchen. Gibt es 3-4 verschiedene, ne? Stühle. Wie viele Stühle hatten die? 300 oder so? Ja. Ne? Also, aber dahin, wenn ich jetzt hier in der Besprechung bin, weil der Dame Timo. Ja, wenn er aktuell, du kannst irgendwas nicht zahlen, dann kommst du zu mir, ne? Ja. Dann komm ich, was haben sie dann, Herr Westholz? Folgendes, ich hab die Firma. Ja. Ich habe eine Firma geöffnet, eine Streaming-Plattform, Tizi Schubech heißt die, und die ist halt mal liquide. Ja, dann müssen sie einfach nur die Hand heben, ne? Schere frühzeitig heben auf jeden Fall. Dann gucken wir, dass wir ihre Gläubiger noch etwas, was übrig bleibt, noch ein bisschen zuschustern können. Und dann
Verlassen Sie mein Büro, Sie Geringverdiener! Ich hab die Hand, ich hab aber noch zwei Gläubiger. Gamer Brasser heißt der, kommt aus Herne. Ah, Mini-Penis, Gamer Okay, alles klar, ja. Ja, Freunde, ihr merkt, wir haben unseren Spaß. Guckt euch an, wie schön das hier aussieht, Jungs. Ist das geil, Alter, guckt euch an. Der Schreibtisch so freistehend im Raum, du hast den Blick Richtung Grünstadt. Wie gesagt, Jungs, lasst hier ein Däumchen nach oben da, lasst gerne ein Abo da. Und checkt gern, wie gesagt, hier König Neurath mal aus. Und ja, wir sind dann für heute raus. Es wird, wie gesagt, eine komplette Roomtour noch kommen, wo wir auf alle Geräte, was wir hier haben, eingehen. Und die Maus noch ein bisschen am Surfen da hinten. Ich sag dir ganz ehrlich, das hier wird mein neuer Platz. Soll doch die Bürodame rüber ins Studio gehen, oder? Das war's dann, Freunde. Wir sind raus, haut's da rein. Ciao, ciao.